Die ABND ist die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten. Ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend obliegt ihr die Aufsicht aller Nachrichtendienste der Schweiz sowie die Koordination mit den verschiedenen Aufsichtsbehörden. Über diese Tätigkeit berichtet die ABND mittels Prüfberichten und Empfehlungen direkt an die Departementsleitung des VBS und informiert mit einem Jahresbericht die Öffentlichkeit. Die Aktivitäten der Schweizer Nachrichtendienste fokussieren auf die Schwerpunkte Terrorismus, Spionage, Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, gewalttätigen Extremismus sowie Nonproliferation, das heißt die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die Nachrichtendienste leisten außerdem einen Beitrag zur Beurteilung der Bedrohungslage der Schweiz, indem sie sicherheitspolitische Informationen beschaffen und auswerten. Die ABND kontrolliert, ob alle Aspekte dieser Aktivitäten rechtmäßig, zweckmäßig und wirksam sind. Insbesondere nimmt die ABND dabei 6 nachrichtendienstliche Bereiche unter die Lupe: Strategie und Planung, die Organisation, die Ressourcen, die Datenbearbeitung und Archivierung, die Zusammenarbeit und die Beschaffung von Informationen. Welche Vorgänge und Dossiers geprüft werden, entscheidet die ABND autonom. Sie sammelt dazu permanent die sich aufdrängenden Themen. Aufgrund einer Analyse, welche Risikoauswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit als wichtigste Kriterien mit in Betracht zieht, werden die Prioritäten festgelegt. Daraus resultiert eine Liste von jährlich ca. 20 Prüfungen, welche von kleinen agilen Teams durchgeführt und dokumentiert werden. Um qualitativ hochwertige Prüfungen zu gewährleisten, beschäftigt die ABND Spezialistinnen und Spezialisten aus den verschiedensten Berufsgattungen. Diese Aufstellung gewährleistet eine dem geltenden schweizerischen Recht entsprechende und wirksame nachrichtendienstliche Tätigkeit in der Schweiz und fördert deren Qualität und Glaubwürdigkeit.